Funkwart Brettschneider und seine Kampfschwimmer beim Unternehmen Nimwegen. Eine Sondereinheit der deutschen Kriegsmarine bildeten die Anfang 1944 aufgestellten Kampfschwimmer. Von ihren verschiedenen Einsätzen wurde besonders das Unternehmen gegen die Brücken von Nimwegen bekannt, von dem unter anderem auch die englische Zeitschrift Picture Post in ihrem Januarheft 1945 als eine der erstaunlichsten Taten des Zweiten Weltkrieges schrieb. Bei diesem Einsatz kamen sogenannte Torpedominen, kurz TO-Minen genannt, zur Verwendung. Sie hatten eine Länge von 5 Metern, einen Durchmesser von 56 Zentimetern und besaßen eine Füllung von 600 Kg unter Wassersprengstoff. Der zylinderförmige Metallbehälter war vorne und hinten mit Luft gefüllt, um die Mine schwimmfähig zu machen wobei der genaue, ausgewogene Auftrieb sie dicht unter der Wasseroberfläche hielt. Durch Druck auf einen Knopf konnten die Flutventile geöffnet und die Mine auf Grund versenkt werden. In ihrer Mitte befand sich der Sprengstoff mit einem Zeitzündermechanismus, der die Explosion des Spezialdynamits auslöste. Die TO-Minen wurden zum jeweiligen Einsatzort auf dem Wasserweg durch je vier Kampfschwimme befördert, von denen zwei vorne an Seilen zogen und zwei rückwärts mit Seilen zu lenken hatten. Was aber geschah nun damals Ende September 1944 bei Nimwegen? Wenige Kilometer jenseits der deutsch-holländischen Grenze teilt sich der Rhein in seine beiden Mündungsarme. Der nördliche heißt Leck und führt an Arnheim vorbei, der südliche trägt den Namen Waal und berührt Nimwegen. Auf beide Städte konzentrierten sich im September 1944 die Anstrengungen der vorstoßenden britischen Truppen. Konnten sie sich hier behaupten, dann besaßen sie eine vorzügliche Ausgangsbasis für weitere Angriffe nach Norden und Westen. So war es den Briten gelungen, einen ausgedehnten Brückenkopf auf den Nordufer des Waal zu bilden und gegen alle deutschen Gegenangriffe zu halten. Entscheidend trug dazu der reibungslose Nachschub über die beiden Wahlbrücken bei Nimwegen bei, die den Briten fast unbeschädigt in die Hände gefallen waren, eine Eisenbahnbrücke und eine massive Straßenbrücke, über die Panzer und schwere Waffen ungehindert zur Verstärkung in den Brückenkopf rollen konnten. Den Deutschen waren aus diesem Grund die Brücken ein Dorn im Auge, und sie setzten alles daran, um sie zu zerstören. Pionierstoßtrupps kamen nicht an die Brücken heran und die Luftwaffe gab ihre vergeblichen Versuche auf, sie mit Bomben zu treffen. Daher sollten jetzt Kampfschwimmer mit ihren TO-Minen gegen die Brücken eingesetzt werden. Nach tagelangen, schwierigen und gefährlichen Vorbereitungen, Versuchen und Erkundungen war es in der Nacht zum 29. September 1944 endlich soweit. In dieser Nacht stiegen Kampfschwimmer etwa 10 Kilometer oberhalb von Nimmwegen noch auf eigener Frontseite ins Wasser. Es waren zwölf Männer, aufgeteilt in drei Gruppen. Hier vier Kampfschwimmer zogen und lenkten zwei Theomin, die jeweils zu einem Paket zusammengefasst und durch ein 15 Meter langes Tau miteinander verbunden waren. Damit hatte es folgende Bewandtnis. Näherten sich die Männer einem der Brückenpfeiler, so mussten sie das Paket in zwei Teile auflösen, weil die eine Mine auf die linke und die andere auf die rechte Seite des Pfeilers abgesenkt werden sollte. Von den drei Gruppen hatte die erste die Eisenbahnbrücke, die zweite und dritte die Straßenbrücke zu sprengen. Funkmart Heinz Brettschneider, der schon die Brücke über den Ornekanal bei Caen vernichtet hatte, führte die erste Gruppe, zu der noch Bootsmann Jäger und die Obergefreiten Olle und Wolchendorf gehörten. Sie schwamm zuerst los. Brettschneider berichtete dann später wie folgt. Beim Zuwasserbringen der TO-Mine gab es zahlreiche Schwierigkeiten, so dass wir, statt wie vorgesehen um Mitternacht, erst gegen 4 Uhr früh starten konnten. Wir ließen uns in der Strömung ganz ruhig flussabwärts treiben und halfen nur mit wenigen Flossenschlägen nach, um nicht aus der Richtung zu kommen. Der Feind lag zuerst nur am westlichen, dann als wir den Brückenkopf erreicht hatten, an beiden Ufern. Ab und zu sahen wir Leuchtkugeln aufsteigen. Es wurde auch geschossen, aber das Feuer galt nicht uns. Kaum hatten wir die letzte Flussschleife bei Nimmwegen passiert, als wir vor uns auch schon die Silhouette der Straßenbrücke erkannten. Die Gegend ringsum war rot und gelb vom Feuerschein zahlreicher Brände. Gegen ein Uhr nachts hatte unsere Luftwaffe einen Angriff geflogen, dessen Hauptzweck die Engländer von uns Kampfschirmern abzulenken, durch unsere mehrstündige Verspätung leider misslungen war. Durch die flackernden Brände hob sich die Straßenbrücke in aller Deutlichkeit ab. In wenigen Minuten waren wir schon kurz vor der Brücke und mussten gleich in den Beobachtungsbereich der feindlichen Posten kommen. Doch wir trieben unerkannt und unbehindert unter der Brücke durch. 300 Meter Trennten uns jetzt noch von unserem Ziel, der Eisenmannbrücke. Auf diese kurze Strecke mussten wir aufs der Strommitte heraus, um an den vorgesehenen linken Pfeiler heranzukommen. Ich klopfte das vereinbarte Zeichen auf das Metall der Mine. Trennen. Vorne und hinten wurden die Tauer durchgeschnitten, welchen die beiden TU-Minen des Pakets bisher zusammengehalten hatten. Einzige Verbindung blieb das lange feste Seil. Das sich um den fast vier Meter dicken Brückenpfeiler legte und die Gewichte an beiden Seiten, also je eine Mine, auffangen sollte. Reuchendorf und Jäger schwammen rechts, sie hatten ihre TO-Mine lediglich in der Richtung zu halten. Auf jeden Fall kamen sie rechts am Pfeiler vorbei. Olle und ich aber mussten mit aller Kraft gegen die Strömung anschwimmen, um unsere Mine so weit wie möglich nach links außen zu ziehen. Wir lagen auf dem Rücken quer zur Flussrichtung, unsere Körper bildeten einen rechten Winkel zum massigen Leib der Mine, mit den Bäuchen hingegen wir unter ihr. So kämpften wir gegen die drängende Strömung und die zerrende Mine an. Wolchendorf und Jäger hatten wir aus den Augen verloren. Hoffentlich trieben sie nicht bereits flussabwärts unter der Brücke durch, ehe unser Gegengewicht ihre TO-Mine stoppen und sie an den Pfeiler zwingen konnte. Wir verließen uns auf das starke Verbindungsseil, das der plötzlichen Belastung standhalten musste. Sonst war alles aus. Aber das Seil hielt. Mit einem Ruck blieb unsere TO-Mine hängen. Und wir an ihr. Nun gab es keinen Zweifel mehr, das Gegengewicht, die Mine von Wolchendorf und Jäger, hing rechts von dem flussabwärts gelegenen Ende des Brückenpfeilers. Eine Minute verschnauften und ich nach den übermenschlichen Anstrengungen, die hinter uns lagen. Dann banden wir uns von der Mine los und verglichen die Uhrzeit. Auf die Sekunde genau mussten wir bei den beiden Minen gleichzeitig einen Splinter herausziehen, um die Zünduhren im Gang zu setzen. Ich ließ mich unter der Brücke abwärts gleiten, traf im Stillwasser dicht hinter dem Pfeiler Wolchendorf und Jäger und hangelte mich auf der anderen Seite das kurze Stück, bis zu ihrer Mine aufwärts. Es war nur wenige Sekunden vor 5:30 Uhr früh, als die Zünduhren zu laufen begannen. Wir tauchten mit den absinkenden Minen hinab auf das Flussbett und überprüften ihre richtige Lage am Fuß des Pfeilers. Ich legte mein Ohr auf die Metallverkleidung und hörte deutlich das Ticken der Zünduhr. Es war alles in Ordnung. Das Unternehmen wurde ein voller Erfolg. Um 6.30 Uhr donnerte eine schwere Detonation über den Wahl. Die Eisenbahnbrücke wurde zerstört. Zwei ihrer mächtigen Stahlbögen stürzten mit dem geborstenen Pfeiler ins Wasser. Nur die Straßenbrücke blieb stehen. Luftbilder zeigten jedoch später, dass ihre Fahrbahndecke große Löcher aufwies, die Brücke also schwer beschädigt worden war. Von den zwölf deutschen Kampfschimmern kehrten nur zwei zurück. Zehn gerieten auf teilweise dramatische Art in britische Gefangenschaft. Funkmaat Brettschneider und Bootsmann Jäger erreichten in der folgenden Nacht, nachdem sie noch über 24 Kilometer schwimmen und sich unterwegs verstecken mussten, wieder die deutsche Front nach dem jenseitigen Ende des feindlichen Brückenkopfes. Für ihren wagemutigen Einsatz wurden sie mit dem Deutschen Kreuz in Gold ausgezeichnet.